I only need my crew plus me. All night. All night. All night. All night. All night. All night. Only need my crew plus me. All night. All night. Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Es gab ja jetzt sogar ein bisschen über ein Jahr kein Video auf unserem Kanal. Aber dieses Jahr, beziehungsweise in den nächsten Wochen, wollen wir auf jeden Fall wieder durchstarten mit Videos. Ja, und wir fangen einfach mal an mit einem Vorstellungsvideo von meinem neuen Projekt, beziehungsweise halt meinem neuen Auto. Da ich jetzt kein Diesel mehr benötige, konnte ich mir mal was Unvernünftigeres holen und auch für mich einen kleinen Traum erfüllen. Und zwar ist es eine A4 B5 Limousine geworden, vor Facelift, beziehungsweise dieses kleinere Facelift, was man ja an den Scheinwerfern und Rückleuchten zum Beispiel schon erkennen kann. Da muss ich mal ganz kurz unterbrechen. Es ist auf jeden Fall eine A4 B5 Limo, genau. Mit dem 1.8T-Motor, 150 PS, kein Quattro, sondern Frontantrieb, 5-Gang-Handschalter. So, alles in schwarz, wie ihr seht. Wie ich finde, ja, eine sehr schöne Farbkombi. Können wir auch gleich nochmal im Innenraum gucken. Auch schwarzes Leder. Also ein schwarzes, ich glaube, Sportlederausstattung ist das. Man kann jetzt auch nicht genau sagen. Also, wenn ihr es wisst, könnt ihr es nachher mal in die Kommentare schreiben. Ja, kein Chrom oder ähnliche Sachen, was ich ja echt schön finde. Die 18 Zoll S-Line. Felgen sind auch dabei. Könnte sogar sein, dass die S4-Felgen waren. Oder halt, na gut, S-Line gab es damals noch nicht, aber Sportfelgen. Ja, steht auf jeden Fall erstmal ganz gut da. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal ums Fahrzeug rum und reden ein bisschen über das Exterieur. Ja, ist jetzt zwar ein bisschen dunkel, aber wir fangen einfach mal vorne an. Ja, wie ihr seht, noch die Vor-Facelift-Scheinwerfer, die ich noch ersetze gegen Facelift-Scheinwerfer, wenn sie denn von eBay mal ankommen. Ich habe schon die Adapter im Kofferraum liegen, weil hier, wie ihr seht, ist es ja noch geteilt. Finden manche schön, dass das mit dieser Motorhaube, ja, hier eine Linie ergibt. Finde ich persönlich nicht schön, weil es geteilt ist. Und wie ihr seht, ist es auch ein kleiner Größenunterschied zwischen dem Scheinwerfer und dem Blinker. Und der Blinker, abgesehen davon, ist auch ziemlich locker hier. Keine Ahnung, ob das eine H4-Krankheit ist. Aber ja, schwarzer Grill auch schon da. Finde ich cool, weil es war gar nicht so leicht, einen Grill zu finden und hier ist halt schon einer verbaut, der mir gefällt. Ich wollte ja eigentlich einen R4-Grill machen, ohne Logo halt, mit den Waben. Dann ist der hier aber wieder Silber, was vielleicht cool aussieht, aber so alles in Schwarz hat es mir auch gefallen. Wie man sieht, hat er auf jeden Fall einige Gebrauchsspuren oder vielleicht sieht man es auch im Video nicht. Hier ist auf jeden Fall Pollen drauf, aber ein paar Steinschläge hat er auch. Für seine stolzen 234.000, glaube ich schon, Kilometer hat er auf jeden Fall relativ wenig Blessuren an der Front. Ja, hier sowas halt und keine Ahnung, warum man da so eine Spax-Schrauben oder was auch immer das ist, reinknallt. Die noch ein bisschen rosten, da muss ich mal gucken, was ich da mache. Vielleicht nochmal eine neue Frontstoßstange kaufen. Eine neue Haube habe ich schon liegen. Ja, weil die Haube ist innen drinne, dort vorne sehr rostig rund um den Grill und auch schon durchgerostet von innen. Von außen sieht man es zum Glück nicht. Sieht halt unschön aus. Und drauf vom Vorbesitzer. Also ich habe jetzt noch gar nichts verändert am Fahrzeug eigentlich. Das ist alles vom Vorbesitzer. Ja, vorne können auf jeden Fall noch ein paar Platten hin. Sieht dann vielleicht besser aus. Ja, sonst halt alles schwarz im Exterieur. Hier noch dieser kleine T-Rex-Spiegel. Würde ich gerne noch ersetzen. Muss ich nur gucken, ob ich einen Nachbauspiegel nehme oder den vom japanischen Modell, glaube ich, oder englischen. Ja, ansonsten, ne, warum? Kann man sich fragen, warum man sowas kauft. Habe ich auf jeden Fall draufgeklebt, fand ich ganz witzig. Ja, im Heckbereich auch alles Serie, diese, was sind denn das? Ich glaube, das sind schon Facelift-Leuchten, beziehungsweise von diesem kleinen Facelift die Rückleuchten. Die ersten waren ja noch so, ja, was waren da so, gelblich mit teilweise drin. Vielleicht blende ich mal ein Bild ein, dann seht ihr das. Hat der auf jeden Fall nicht, ist schon mal schön. Ja, Auspuffanlage, alles soweit Serie, ein bisschen noch neue Gummis rein und wahrscheinlich auch ein neuer Endtopf. Den habe ich schon mal aus Spaß liegen, beziehungsweise habe mir einen gekauft bei eBay, der ein bisschen hübschere Endrohre hat. Fand ich ganz gut, kann man ja mal ein bisschen dran rumbasteln. Das ist auf jeden Fall legal natürlich, ne? Heckklappe, ja, hat ein bisschen Bedarf. Ja, was ich sagen wollte, die Heckklappe, so eine Sache. Einmal hier, wie ihr seht, ziemlich rostig diese Löcher. Interessanterweise auch wieder so ein bisschen komisch. Das Audi-Logo wurde anscheinend mal nachgeklebt. Sieht man hier und hier. Ja, vielleicht einfach die Heckklappe ersetzen, neu lackieren. Wäre auch nicht schlimm. Hat ein paar Kratzer, ein paar kleinere Dellen. Ist aber jetzt erstmal nicht so wild für ein Auto von 98, ne? Hier, ja, auch noch so ein kleines Problemchen.
was mich ziemlich nervt, weil ich glaube, diese Abdeckung kriegt man nicht einzeln. Ich glaube, die ist mit der Hutablage verbunden. Hier ja auch mit dem Rücklicht irgendwie. Muss ich mal gucken, ob wie ich das löse, ob ich dann eine neue Hutablage kaufe oder einfach das hier neu beziehe, also abbaue irgendwie beide und dann einfach was drüber ziehe. Weil das will ich auf jeden Fall so lassen. Ja, hier so ein kleiner Heckspoiler. Weiß ich noch nicht, ob ich das gut finde. Das ist ja kein Spoiler, weiß ich nicht, was es ist. Sondern, ja, ihr wisst jetzt ja, was es ist. Nicht schön, so ein kleiner Ansatz hier. Kann man sich drüber streiten. Vielleicht mache ich ihn ab, lassen wir lackieren einfach ein bisschen oder lackieren selbst, weil der hat hier schon so Abplatzung vom Lack. Sieht nicht schön aus, genau wie die Leisten hier oben. Auch nicht so geil, hier vorne auch. Kriegt man aber alles für relativ kleines Geld geregelt. Also insgesamt bin ich zufrieden vom Zustand des Autos. Ja, ja wie hier, ne? Kommen auch nochmal neu, habe ich schon bestellt. Ganz komisch mit der Birne, die ist auch schon sehr mitgenommen. Aber alles kleine kosmetische Sachen. Wichtig ist, dass er läuft und läuft erstmal ganz gut. Ich bin ja 3 Stunden knapp hergefahren. Lief soweit alles ohne Probleme. So, kommen wir mal zum Innenraum. Ich entschuldige mich schon mal für das chaotische Video. Ich versuche das irgendwie zu schneiden, dass es Sinn ergibt. So, jetzt befinden wir uns im Innenraum des Fahrzeuges. Wie man unschwer erkennen kann, ja, relativ gepflegt, würde ich sagen, für die Laufleistung. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, die Sitze, ne? Auch hier, ja, die werden jetzt wahrscheinlich sehr schlecht. So ganz besser, die Sitzwangen und Sitze allgemein sind in guten Zustand. Auch das Lenkrad wurde neu bezogen, wie man sieht. Sieht ja gut aus. Das Logo hier kann man ja ersetzen, habe ich zumindest gehört. Ja, kann man auch nochmal neu machen, dann sieht es insgesamt besser aus. Holzdekor einmal rundherum, auch hinten. Ja, insgesamt auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, der ganz normale Four-Facelift-Tacho. Kann man auch daran erkennen, dass hier die Uhr noch analog ist, würde ich einfach mal meinen. Die ist dann nämlich digital mit diesem roten Display. Was aber besser ist, das finde ich auf jeden Fall besser, als dass noch mehr Pixel sind zum Sterben, weil ja, das ist ja sehr anfällig beim A4, beim TC8N auch. Den hatte ich auch schon mal, da war es, glaube ich, komplett tot. Ja, stimmt. Ja, hier lebt es auf jeden Fall noch, aber einzelne Pixel sind auch schon am Absterben, leider. Ist aber noch lesbar. Ja, Klimaautomatik. Wie gesagt, 5-Gang mit einem neuen Schaltknopf. Der alte war schon ziemlich abgegrabbelt. Der sieht auf jeden Fall noch deutlich besser aus. Mittelarmlehne in Leder. Gefällt mir auch sehr gut. Ja, hier sind diese Getränkehalter. Nehme ich an. Er klappert ein bisschen, aber geht auf jeden Fall noch. Nichts abgebrochen oder ähnliches. Ein bisschen dunkel alles leider. Tut mir leid. Ja, hier sind 2 Blindtasten. Müsste ich jetzt raten, was es ist. Vielleicht für Nebelscheinwerfer. Oh ne, ist ja nur Four-Facelift. Auf jeden Fall 2 Blindmuffen, Sitzheizung, Leuchtweitenregulierung, glaube ich, heißt das, ne? Ja, Nebelscheinwerfer und ein Nachrüstradio, was mir nicht wirklich gut gefällt, aber ist okay, erstmal hat Bluetooth. Ja, sieht man hier nochmal mit Beleuchtung, war, glaube ich, aber Serie. Ja, interessanterweise ist hier dieser eine Angstgriff heller, hat anscheinend mal wer abgeruppt, wird aber noch ersetzt durch einen grauen, wenn ich einen finde. Himmel hängt tatsächlich nur sehr leicht über dem Beifahrersitz. Ist für mich jetzt noch nicht ein Grund, das auszuwechseln, wird aber irgendwann mal gemacht. Ich denke mal, in dem Zuge wird dann das und das, also A, B und C Säulen Verkleidung in schwarz kommen und das Dach auch in schwarz. Ich glaube aber kein Alcantara, das ist mir ein bisschen viel Alcantara. Mal gucken, wenn ich vielleicht das hier noch irgendwann in Alcantara mache und das hier drumherum, würde mir das schon reichen. Und vielleicht die Leisten. Oder ich lasse sie in braunem Leder, in braunem Holz. Und diese Holzoptik passt, finde ich, ganz okay. Ja, das war es eigentlich zum Innenraum. Und wir gehen nochmal in den Kofferraum. So, hier im Kofferraum nochmal angekommen. Haben wir für einen Subwoofer oder eine Endstufe, beziehungsweise die hier schon liegt, die ich noch bekommen habe von einem Kumpel umsonst. Haben wir hier noch die Verkabelung liegen, die schließen wir auch noch mal an wahrscheinlich. Muss auch noch ein paar neue Kabel ziehen. Hier ist noch ein bisschen was zum Basteln. Unterboden, eine Innenraumbeleuchtung für den Fußraum. Hier sind die Adapter für die Facelift-Scheinwerfer, weil die einen anderen Stecker haben. Ersatzradmulde ist da drunter natürlich. Habe ich auf jeden Fall rausgenommen, das Ersatzrad erstmal. Ich wollte das Gewicht nicht mitschleppen. Mal gucken, ob ich es wieder reinmache. Ja, das ist erstmal zum Kofferraum.
So, und jetzt gehen wir mal zum Motor. Auch ein interessantes Thema bei dem Fahrzeug, wie ich finde. So, hier haben wir einen 1.8T ohne Motorabdeckung leider. Kriegt man aber für 20 Euro, werde ich mir wohl auch nochmal holen, weil sieht schöner aus. Neue Zündkerzen hat er gekriegt und einen neuen Ölwechsel, aber naja, Öl ist nicht mehr viel drin, weil ventilierte Dichtung muss neu wahrscheinlich, also die muss auf jeden Fall neu. Haben wir schon geguckt. Da drückt er auf jeden Fall Öl raus, ist ja ein bekanntes Problem auch beim, wie man hier sieht, AEB-Motor. Ja, wird auch nochmal neu gemacht. Auch die Klima sieht man jetzt nicht, da ist kein Riemen drauf für die Klima, also die wird gleich angetrieben, weil die ist undicht. Und da werde ich es auf jeden Fall nochmal alles abprüfen lassen, wo da die Undichtigkeit ist, hat auch keinen Druck mehr drin, ist auch leer die Klima, muss halt nur gefüllt werden und vorher, vorher dicht gemacht werden, müsste aber soweit kein Problem sein. Und bei dem schwarzen Auto mit schwarzem Leder will man auf jeden Fall nicht ohne Klima rumfahren, das macht wenig Spaß. So, ich mache nochmal Licht an am Telefon, mit dem ich hier filme, weil dann sieht man vielleicht besser den Rost, oder? Man sieht es vielleicht auch so, alles sehr rostig, mit kleinen Löchern, schon drin, habe aber schon eine neue Haube liegen, die muss nur nochmal neu lackiert werden. Ist zwar schon schwarz, aber hat halt auch schon ein, zwei Stellen, aber nichts Rostiges. Ja, der Grill hält hier gerade so noch dran, ist ein bisschen doof. Ja, ich fahre das Auto ja erstmal nicht, bis soweit die wichtigsten Sachen gemacht sind. Werde ihn jetzt aber versuchen mal anzumelden, ist ja gerade schwierig wegen den Umständen, den anzumelden, damit man damit auch mal fahren kann, aber wird in den nächsten Tagen, Wochen auf jeden Fall passieren. So, jetzt mal abschließend ein paar Worte. Wenn ich irgendwas vergessen habe, was ihr wissen wollt, sagt mir Bescheid. Wenn ihr Fragen habt, was mir gerade noch einfällt, ein FK-Gewindefahrwerk ist verbaut und eingetragen mit einer relativ angenehmen Höhe, wie ich finde, nicht zu tief. Gerade wenn man mal ein bisschen sportlicher dann fahren will mit dem Fahrzeug, ist das, glaube ich, ganz gut. Ja, Querlenker vorne, also die Doppelquerlenkerachse oder was das, wie das heißt, ne, ist ja auch anfällig beim B5, wurde anscheinend schon gemacht, ist noch vertretbar. Kann man noch so lassen, die Gummis und die ganzen, ne, Teile, die dort gern mal dafür sorgen, dass es halt schwammig fahren lässt. Rostmäßig sieht es auch ganz gut aus an dem Fahrzeug bis jetzt. Hat nur ganz wenige Rost, zumindest an den typischen Stellen, an der Tür zum Beispiel ganz leicht, an der Heckklappe halt ganz leicht und an der Haube. Aber naja, wir reden über ein 20 Jahre altes Auto, also über 20 Jahre alt. Da ist das alles noch in Ordnung. Hat halt ein paar Schönheitsfehler, aber technisch ist er erstmal völlig akzeptabel. Wird halt ein längerefristiges Projekt, was wir, denke ich mal, auch mit Videos begleiten werden, dieses und vielleicht auch nächstes Jahr dann. Ne? Ja, und wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, trotz meiner chaotischen Art. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Okay.